Hallo Leute und herzlich willkommen hier zurück zu Let's Play The Sims 4 an die Arbeit. Ja, ich bin immer noch voll begeistert und ja, wir haben ja Samantha auf der Arbeit. Und Ellie möchte ich ganz gerne, habe ich mir überlegt, sollte sie nicht vielleicht doch Wissenschaftlerin werden? Denn okay, sie arbeitet jetzt als Köchin. Und sie arbeitet... Ach, Alter, sie arbeitet sehr lange. Komm mal nach Hause. Ja. Nee, nee, nee. Du brichst das ab. Ich finde das nicht so toll. Oder? Du kommst mal nach Hause. Hallo, komm hier hin. Die soll nicht an ihr... Die soll nicht... Die soll ihre Arbeit hinschmeißen. Die Arbeit ist doof. Keiner mag diese Arbeit. Vor allem ist das so eine Arbeitszeit von 16 Uhr abends bis 1 Uhr morgens. Ich meine, was ist das? Okay, es gibt Leute, die haben Spätschicht und Nachtschicht, aber das ist doch keine Spätschicht. Das ist ja vom Nachmittag bis rein in den Morgen. Jenny ist ja noch am Schlafen nach ihrem anstrengenden Krankenschwestertag. Und wo ist Kathi? Ach Mensch, Kathi, kannst du das reparieren? Nein, kannst du natürlich nicht. Dann kannst du was essen gehen. Ein Gericht nehmen. Samantha ist fertig mit der Arbeit und Ellie hat geschwänzt. Sprich, sie hat es nicht fertig gemacht. So, dann gehst du jetzt mal an deinen Computer. Karriere. Job suchen. So, Samantha, du darfst ein bisschen Fernsehen schauen. Zwar guckst du mal ein bisschen Comedy. Das darfst du dir gönnen. Damit du auch ein bisschen glücklicher wirst hier mit der Gesamtsituation. Ja, und Ellie wird, ich weiß nicht, Polizistin oder Wissenschaftlerin. Wissenschaftlerin ist cool, ne? Wir machen Wissenschaftlerin. Jaha. Ellie hat bei ihrer Arbeit, ihrem Arbeitsgeber Hans Mampf, schöner Name, gekündigt. Sie war der Meinung, es wäre Zeit für einen neuen Weg einzuschlagen, die Karriereleiter hinauf. Ich weiß nicht, ob das jetzt Sinn gemacht hat, was ich gelabert habe. Ellie hat die Wissenschaftlerkarriere eingeschlagen. Ellie ist jetzt Labortechnikerin, so. Labortechnikerin bei Future Sims Labs. Bei Future Sims Labs. Okay, so heißt die Firma anscheinend. Sie beginnt am Montag um 10 Uhr. Das ist wenigstens eine vernünftige Arbeitszeit. Hilfe. So. Du darfst aber was Leckeres kochen. Wir haben ja jetzt ein bisschen Geld. Irgendwas Kostenloses, wenn es geht. Pfannkuchen. Mach. Partygröße. Ich mach jetzt Pfannkuchen. Samantha, du bist... gleich gibt's Essen, deswegen gehst du jetzt mal ganz schnell hier duschen. Reparierst die Kacke, wischst es auf. Und wenn du das gemacht hast, darfst du... ein Bild malen. Spieltes Gemälde malen. Und... oh, sie spielt wenigstens ab, die Karte. Das ist gut. Du kannst ein paar Formen zeichnen. Mal ein paar Formen. Hast du schon was im Inventar? Grundschulhausaufgaben. Wo auch immer. Ist ja egal. So, während Mami kocht, kannst du was zeichnen. Und Samantha. Was? Kathi kann jetzt im Kreativ... Was? Kreativkunsttisch bezeichnen. Sie kann außerdem mit dem Puppenhaus und Spielzeug auf der Spielzeugkiste spielen. Okay. Samantha kann jetzt andere Sims Klopfwitze erzählen. Samantha, du darfst jetzt aufhören mit Fernsehen gucken. Wow. Wie viel Uhr arbeitest du eigentlich? Ja, tja, hast du Pech gehabt. Du hast geheiratet. Na, 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 na. Nachdem du dein Dingens gezeichnet hast, ich lege dir mal die Hausaufgaben dann sofort auf den Tisch hier. Da, dann kannst du die auch sofort machen. Da
brauche ja eh keine Schwein. So. Nur das ist noch was essen. Da. Ein Gericht nehmen. Das nehme ich. So, was muss er für deinen Beruf jetzt können? Achso, okay, du musst einfach nur arbeiten. Das dürfen wir bestimmt verkaufen, ne? Ja. Das ist gut. Wir haben oben noch ein bisschen was, was du pflegen könntest. Oh, bewässern und jäten und ernten und alles ernten. Ja, Elli, hau mal rein in deinen Garten, deine ganzen Dinge hier vertrocknen sonst noch. Die bringen eigentlich relativ gut Geld, ne? Ich würde ganz gerne im Garten sowas anpflanzen, das ist bestimmt cool. Pflanze ich jetzt aber an. So, hier. Wir haben jetzt momentan noch kein Geld, aber... Pflanzen, Pflanzen. Nein, nicht essen. Pflanzen. Ja, das ist ganz gut, denke ich mal, wenn wir das da so ein bisschen... wenn wir da so ein bisschen wenigstens auch was im Garten haben. Weil hier oben ist dann auch ein bisschen doof, denke ich. Einfach alles zu haben. Klar, es ist cool und praktisch, aber... Nee. Okay, du gehst dann gleich schlafen, du machst Hausaufgaben. Ich verkaufe das aber direkt. Ach, kann man nicht. Okay. Hurra! Elli Weber hat eine Idee für einen Moment... Was? Momentum-Konservator. Konservator. So. Aufgeschrieben. Und damit ihren ersten Durchbruch erzielt. Klicke auf Notizbuch-Button oben im Telefonmenü und erfahre mehr darüber. Okay. Elli hat Folgendes gefunden. Ein verziertes Ei. What? Wo kommt das her? Was für ein Arbeitstag. Michael ist wieder zu Hause und hat 306 Simoleons verdient. Okay, immerhin etwas. Ja, Michael. Du hast ja gar nicht so großen Hunger. Du kannst jetzt einen Kanal schauen. Guck die Comedy-Kanale an, dann geht das, die Laune wieder schnell hoch. Dann kannst du wieder schlafen gehen. Das bringt Geld, das schmeiße ich dann mal dahin. So. Samantha, du kannst nach Teilen prüfen. Das Klo verwenden. Aufwischen. Ein Bild malen. Und dann darfst du auch schlafen. Kleine. Dann hat sich das auch für heute schon wieder erledigt. Möchtest du den nicht bewässern? Hausaufgaben fertig. Das ist gut. Ja, Gati, dann hast... Ach, okay, das hast du angepackt. Okay, das ist gut. Hygiene. Ja, Samantha ist aber gerade auf dem Pott. Das darf sie auch erstmal alles wegmachen. Bevor sie dann an... Huch. So, nach Vorlage malen. Nee. Abstraktes Gemälde. Groß. So, und Kati, die darf gleich sich hier fertig machen, weil sie... Gleich wenn Samantha alles hier oben geputzt hat und weggeschmissen hat, darf Kati sich ein schönes Bad nehmen. Kati kann schon mal hier hingehen. Samantha ist auch gleich schon fertig. Hoffe ich. Ja, okay, gut. Einen Teppich zu wischen ist natürlich auch sehr sinnvoll. Ach, toll. Nein, Kati... Shits. Du gehst dahin. Bleib einfach mal stehen. Samantha meint nämlich auch, das Dach noch wischen zu müssen. Du bleibst da jetzt erstmal stehen. Geh dahin, geh hierhin. Samantha muss das noch eben schnell wegwerfen. Kannst ja schon mal hier hingehen. Die schmeißt das noch eben weg und dann kannst du ein schönes Bad nehmen. So. In Badewanne spielen? Wie sieht das aus? Ach so. Ach, ich nehme auch mal unglaublich gerne Bäder. Ist einfach total cool. Als Kind hat man auch so mega gerne drin gespielt. Einfach so getan, als ob es ein riesiger Ozean wäre. So, dann kann jetzt die gute Kati baden. Du hast großen Hunger.
Dann nimmst du jetzt gleich ein Gericht. Und du, Fräulein? Ach, okay, du hast das jetzt. Oh, kannst du oben zu deiner Tochter rein? Kannst du da aufs Klo gehen? Das ist natürlich jetzt ein bisschen kontraproduktiv, dass wir nur ein Bad oben haben, aber wir haben einfach nicht genug Geld. Das ist AA. Kannst du da oben hin? Tatsache. Oh, okay. Schnell weg. Sie hat es nicht mitbekommen. Okay, dann kannst du dich erstmal da hinsetzen. Das dekorierte Oster, das verzierte Osterei stellen wir da hin. Ach, wie süß, guckt euch das an. Ist das cool. Dann würde ich mal sagen, frohe Ostern, ne? Schön, schön, schönes Gimmick, EA, finde ich echt klasse. Ich würde, glaube ich, sogar hier noch gerne Basilikum anpflanzen. Das kannst du auch gerne mal pflanzen, Kleine. Aber auch nur eins. Auch nur das Beste. Und davon auch eins pflanzen. Und den Rest verkaufe ich dann. Haben wir noch ein bisschen Pflanzen im Garten. Das ist, glaube ich, ganz gut. So, du bist am Poppes. Deine Tochter ist immer noch oben im Bad. Da kannst du dich bei ihr beschweren. Yeah, Michael kann jetzt an anderen Sims Klopf-Klopf-Witze erzählen. Ja, das hatten wir schon. Oh, Kati, 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 ab ins Bett. Huch, ab ins Bett. Und Michael, lass es ganz schnell nach oben eine Dusche nehmen. Und dann darfst du... Ellie, du kannst dann hier aufs Klo gehen, ist ja dein Ehemann. Nein, stopp, 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 du hast noch nicht gegossen, stimmt's? Du musst die erst bewässern. Bewässern... Dann darfst du ein Bad nehmen. Obwohl, ja, doch, du nimmst trotzdem ein Bad. Gehst aufs Klo. So. Und dann ist auch der Tag heute schon zu Ende. Und morgen geht's dann ab zur Arbeit. Ach, ich freue mich. Samantha muss... Ach nee, das bist du gar nicht. Samantha? Wie komme ich auf... Doch, das ist richtig. Ich verwechsel das gerade mit meiner Sims 3-Familie komplett. Du musst um 7 weg und Ellie um 10. Na, das ist jetzt auch blöd. Gehst das mal aufs Klo. Ich weiß nicht, wenn ich mich erst folgen soll. Hast du dir in die Hose gebieselt? Du hast den ja. Also, hä, wo denn? Geh einfach aufs Klo. Michael geht es essen. Und geht schlafen. Könnte eigentlich noch ein Baby machen. Aber ein Kind reicht erstmal. Ich glaube, die Ellie ist auch gar nicht in der Stimmung dafür. So, dann kannst du eine Dusche nehmen. Und dann kannst du auch... Was? Wir haben schon 1 Uhr morgens. Ellie, du musst ganz schnell ins Bett. Du bist ja schon vollkommen fertig mit der Welt, ey. Schnell duschen. Und dann ab ins Bett. Oh, dir geht's ja richtig schrecklich. Ja, Michael, gönn dir es einfach so. Es ist aber irgendwie cool, dass die so ein Pärchen sind. Ich finde das cool. Auch wenn er jetzt ein alter Sack ist und sie ist gerade mal eine Erwachsene. Ich finde es irgendwie cool. Mir gefällt's. Da sieht man, dass Liebe stärker ist als das Alter. Ich meine, sie haben auch eine schöne, gesunde Tochter bekommen. Ich meine, wieso nicht? Obwohl. Wir machen, glaube ich, nochmal ein Baby. Ein Baby ist cool. Wir haben eigentlich gar kein Geld für ein Baby. Nein, nicht schlafen. Sollst du. Kommt. Vielleicht noch ein Kind in die Welt setzen, bevor Michael irgendwann mal das Zeitliche segnet dann. Los! Morgen, Jenny. So, das bringt auch wieder Geld. Bekommt Kati vielleicht ein kleines Geschwisterchen? Das ist nur noch die Frage, wo wir das dann hinstecken, ne, das Kind. Los!
Echt, nur noch die Frage, wo wir es hinpacken, das Kind. Oh. Samantha, das Ganze mal ganz schnell verkopieren. Mach mal an Sammler verkaufen. Nein, geh erstmal an Sammler. Geh es erstmal an den Sammler verkaufen. Oh, du hast in. Oh, Alter, du hast gleich schon Arbeit. Du musst gleich zur Arbeit, Mädchen. Oh, 200. Das ist nicht schlecht. Das ist ganz ordentlich gewesen. Wir haben 100 dafür ausgegeben, um das Bild zu kriegen. Und dann haben wir 159, glaube ich, plus gemacht. Das ist nicht schlecht. So, Samantha darf sich jetzt noch schnell ihren Schlaf gönnen. Gott sei Dank haben wir Kati rechtzeitig ins Bett geschickt, ey. Hauptsache, sie wird es in der Schule irgendwie bringen. Hauptsache, das Kind ist rechtzeitig ins Bett gegangen. So, wenn Ellie dann wach ist, in 8 Stunden muss sie zur Arbeit. Okay. Das kommt da rein. Das kannst du gerne mal wegstellen. Wie kann man denn noch Geld verdienen? Du kannst mal vielleicht was schreiben. Obwohl, musst du irgendwas noch machen für dein Bestreben? Eine Stunde an die Grenzen gehen. Wenn Energie geladen. Energiegeladenes Training. Komm, perfekt, du bist gerade energiegeladen. Das ist sehr, sehr gut. Müssen wir nicht mal Rechnungen bezahlen? Post bekommen. Okay. Komm, hau rein, Jenny. Immer schön begeistern und ab geht's postern. Ach, unsere Musikanlage ist kaputt. Ich wundere mich gerade, warum es so leise geworden ist. Ja, herrlich. Herrlich. Ja, finde ich gut. Finde ich gut. Ja. Hör mal auf. Und geh noch schnell duschen. Da musst du auch schon zur Arbeit. Michael, du kannst eigentlich jetzt schon mal aufstehen und das Ding mal reparieren. Ich möchte nämlich dafür kein Geld ausgeben, deswegen bitte reparier's. Kathi, man muss eigentlich zur Schule. Du musst nicht aufs Klo. Schlaf dich erstmal gut aus, denn Schule ist hart. Ich weiß es, Schule ist sehr, sehr hart. Deswegen, Kathi, gönn dir den Schlaf. Und steh erst auf, wenn es nötig ist. Ich habe ja jetzt momentan Ferien, da kann ich gut drüber reden. Also, ich hab's ja ganz einfach momentan. So. Und Jenny ist ja oben, ne? Wir können keinen Schwangerschaftstest machen. Oh, da kannst du auch direkt das Klo verwenden. Und dann gehen wir auch schon ab zur Arbeit. Dann geht's schon ab zur Arbeit. Brauchst du noch lange, Michael? Ich will wieder Musik hören. Unwohl. Ja, laber kein Bullshit. Dir ist immer unwohl. Ach, Jenny, ja, komm. Hau rein. Deine Fahrgemeinschaft kommt gleich. Ja, ich möchte mitmachen. Dann war das wohl jetzt nichts mit dem Klo. Ich sehe gerade, ich muss eigentlich schon Schluss machen für den Part. Ich möchte das aber noch miterleben. Ach, wisst ihr was? Ich mache jetzt mal eine halbe Stunde. Halbe Stunde. So, erstmal eine Tasse Kaffee trinken. So. Getränk holen. Das ist ganz, ganz wichtig. Wenn man eine Ärztin ist, dann geht man erst, wenn man auf der Arbeit aufkommt, erst geht man eine Tasse Kaffee holen. Erst, das ist unbedingt keine Widerrede, erst eine Tasse Kaffee, sonst geht's nicht. So, ich mache jetzt mal eine halbe Stunde, wie gerade eben gesagt. Mal einen längeren Part. Ich hoffe, das freut euch. So. Es ist doof, dass es immer so leise hier ist. Noom. Ja, trink ihn. Chuba. Da freut sich wer. Chub, chub. Trink die Tasse zu Ende, dann kannst du das verwenden. Chubja.
Du gehst jetzt nicht ernsthaft mit der Kacktasse aufs Klo. Oh Gott. Was ist das eigentlich? Laborlaufbahntest durchführen. Achso. Achso, okay. Okay. Sie. Was? Habt ihr das gerade gesehen? Die hat ihre Tasse Kaffee auf dem Klo getrunken. Mit einem Kollegen über die Arbeit reden. Wie kann man ihm das Essen bringen? Ah, da ist eine Kollegin, da ist unsere Luisa. Ärztin. Das ist gut, dass sie Ärztin ist. Mehr freundlich. Arbeitsmoral loben. Über Arbeit reden. Ups, ich habe gerade den Tisch gestoßen, tut mir leid. So, dann hatten wir das auch schon mal. Pluspunkte für die Arbeit. Ich möchte befördert werden. Wann wird man eigentlich befördert? Ach so. Okay, wir werden wahrscheinlich nach dem Tag befördert dann. Super, einem Patienten das Essen bringen. Nein, mit einem Kollegen nach seinem Tag fragen. Okay, mehr freundlich. Nach Tag fragen. Dann hatten wir das auch schon mal. So, komm, mach noch Tag fragen. Essen bringen. Und dann können wir hier auch sofort freundlich über Arbeit beschweren. Über Arbeit beschweren. So, bitteschön. Essen habe ich gebracht. Das ist cool. Cool. Komm, hau rein. Hallo? Über Arbeit beschweren. Komm, geh hin. Wir müssen das machen. Ein Bett machen müssen wir. Bett machen. Hallo? Wie du gehst? Dann nicht. Dann beschweren wir uns bei ihm. Mehr freundlich. Über Arbeit beschweren, da. Wir haben uns noch nicht mal begrüßt, ich beschwere mich aber bei dir. So, das Bett ist gemacht. Perfekt. Wir beschweren uns nochmal bei ihm über die Arbeit. Weil das ja so scheiße anstrengend ist, was wir hier machen. Du machst hier eine. Wie verrückt aufwischen, okay. So. Die sieht nicht sehr gesund. Bist du als Tiger verkleidet oder was ist los? Alter, das ist ja. Das sieht irgendwie witzig aus. Huch. Werde ich. Irgendwie sieht das witzig aus. Huch, wer. Ja, hallo. Wer bist du denn? Ach, das ist der Typ. Das ist der, glaube ich, der Mann von meiner Privatfamilie, die ich mal irgendwann mal erstellt habe, weil ich mir das angucken wollte, alles. Du siehst nicht gerade glücklich aus. Können wir dir irgendwas geben? Temperatur messen. Wann bringen wir dir das Essen? Können wir ja gleich alles noch machen. Hast du die Pfütze aufgewischt? Wir brauchen noch einen zweiten Kollegen. Das wäre der dann in dem Fall. Die Warteschlange ist voll. What? Da ist auch noch eine Pfütze? Hä, wo siehst du denn hier noch. Wutz. Du sollst doch nur eine auf. Willst du mich verkackeiern? Nein, du sollst nur eine einzige. Ach, weißt du, was übrigens. Nö, müssen wir nicht. So. Freundlich vorstellen. So, dann haben wir das auch schon mal. Komm, hau rein, Jenny. Haustür rein. So. Da ist schon wieder diese Zoe. Du siehst haargenau so aus wie Ellie. Nur halt eben schlanker. Snack zwischen Patienten. Visite schnappen. Wie macht man das? Iss ein Happen auf dem Kühlschrank. Okay.
Finger essen? Ist das das? Ist es das? Hallo, komm. Mach. Wir müssen uns um unsere Arbeit kümmern. Auch wenn wir es dafür zahlen müssen. Wenn wir das dann haben, können wir ja... Was müssen wir da machen? Medizinisch... Ja, das müssen wir machen. So, das ist richtig, ne? Das müssen wir nehmen. Oder? Ist das richtig? Ich hoffe, ne? Ich hoffe, es ist richtig, was wir da machen. Isst du das jetzt mal bitte? Bingo, das war richtig. So, Tasse Kaffee trinken. Kannst du dann gleich nochmal machen. Dann Kaffee. Dann darfst du hier mehr freundlich. Mehr. Über Arbeit reden, wenn du das gemacht hast. So, komm, hau rein. Da müssen wir jetzt das machen. Das ist gut. Das haben wir dann jetzt auch. Einen Kaffee gönnen wir uns auch nochmal. Die bringen wir dann Essen. Und die bringen wir dann auch Essen. So, mehr freundlich. In einer Stunde endet sie, okay. Und eine Pfütze müssen wir noch aufwischen. Schnell, 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 schnell. Du hast noch nicht mehr lange, du hast nur noch eine Stunde ungefähr. Komm. Wir machen mehr als nötig. Okay, komm. Noch eine Pfütze aufwischen. Dann kannst du mit ihm noch plaudern. Nach Tag fragen. Komm, hau rein. Na komm, nicht alle aufwischen. Hände durchinfizieren, waschen. Ja, Hände waschen, komm. Okay. Jenny hat heute fantastische Arbeit geleistet. Beförderung und die Gesundheit der Gemeinschaft sind für die Zukunft gesichert. Beförderung, Entschuldigung, ich lese nur Beförderung. Jenny wurde befördert und ist jetzt Hilfskrankenschwester. Ja! Sie verdient jetzt 5 Simoleons mehr pro Stunde, was einen Stundenlohn von insgesamt 23 Simoleons pro Stunde ergibt. Sie hat zudem den folgenden Bonus erhalten. 192 Simoleons, neue Kleider, Dr. Xavias Strahlendisplay, Seeprobentafel, Blindlings? Seeprobentafel, was ist denn das? Blindlings? Keine Ahnung, was das ist. Ihre nächste Schicht beginnt am Sonntag um 7 Uhr morgens. Verdienst 188 Simoleons. Cool, wir wurden befördert, wir sind als Hilfskrankenschwester. Ey, das macht echt Bock, Leute. Und ich sehe gerade, es ist gleich noch uns, okay, in einer Minute, eineinhalb Minuten, müssen 30 Minuten sind rum. Und ja, boah, ey, das macht echt Bock. Das bockt echt. Also der Arztberuf ist echt, echt, echt cool. Gefällt mir mega. So, Ellie. So, Beförderung zur Hilfskrankenschwester. Jenny wurde befördert und jetzt Hilfskrankenschwester. Sie verdient jetzt 5 Simoleons mehr pro Stunde, was einen Stundenlohn insgesamt von 23 Simoleons pro Stunde ergibt. Sie erhält zudem folgenden Bonus. 192 Simoleons, neue Kleider, Dr. Xavier Strahlendisplay, Sehprobetafel, blindlings. Ihre nächste Schicht beginnt am Sonntag um 7 Uhr morgens. So. So, du hast natürlich wieder nichts gemacht. Reparier den Kack. Und du gehst jetzt erstmal nach oben und machst einen Schwangerschaftstest. Ja, wir haben gleich eine halbe Stunde rum. Das ist cool. Vielleicht teile ich den Part auch. Musst du nicht zur Arbeit? Ach, du hast heute frei. Für zwei Essen. Herzlichen Glückwunsch, Ellie erwartet ein Kind. Dieser Haushalt bekommt ein neues Mitglied. Ellie Weber. Ja. Das ist cool. Erstmal dem da. Vom Herzen. Nein.
Oh, Knuddeln. Knuddeln ist cool. Große Neuigkeit erzählen. Da auch. Freundlich. Können wir ihr auch die große Neuigkeit... was ist denn bei dir jetzt falsch? Achso, du kannst ein bisschen Comedy-Kanal gucken. Du bist ja jetzt schon fertig mit der Arbeit. Das ist cool. Sie ist ja jetzt auch richtig schön fleißig gewesen. Wo zur Hölle bist du? Was machst du da? Nein. Machen wir ein großes wieder. Welches Level hast du denn eigentlich? Ach, wir haben 30 Minuten schon rum. Ich muss kurz gucken. Malerei. 5, fast 6. Ja, Leute, aber ich möchte nicht noch länger machen. Ich hoffe, ihr hattet ganz viel Spaß beim Zusehen. Und bis zum nächsten Mal, wenn es heißt Let's Play The Sims 4. Bis dahin. Tschüss.